Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Cyberlife-Lager äußern. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe-2-Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Thank you.
Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steckt den Rest ein und dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Seid ihr nicht Fief hier? Wollt ihr denn nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Verdammte Hunde! Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja. Ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Scheiße, was war das? Das waren die Fässer. Thank you.
Hast du ihn? Cool. Schnell, rein hier. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei.